Gut, ein neues Spiel. Klar wollen wir anfangen. Die Hand ist gut, diesen Keep. Wir haben ganz viel, was wir brauchen können. Wir haben ein Erstrundenplay. Wir haben die Möglichkeit, in der zweiten Runde Chase Erasure zu spielen, um Counter zu umgehen. Und sehr gut. Unser Gegner hat ein Fetchland. Und da ist das Erasure. Und jetzt sieht eigentlich alles ziemlich gut aus. Wenn jetzt von ihm kein Daze kommt, was unwahrscheinlich ist, und nichts Hartes auf seiner Seite. Und er vergisst zu fetchen. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Wir haben jetzt das Arcane Denial. Und er fragt mich, ob ich Turbo Fog spiele. Ich gebe ihm die Information, es geht um nichts, es ist ein Tournament Practice Room. Und ich werde versuchen, ob es funktioniert. So. Jetzt kann ich das Expanse spielen und kann am Ende der Runde entweder Thoughtscour nehmen auf mich oder auf ihn. Also, oder ich mache ganz locker RQ. Ich glaube, RQ ist besser hier. Thoughtscour ist gut. Words ist gut. Also die Hand ist ziemlich stark, vor allem wenn wir gegen Engler spielen. Ja, da scheint sich jemand gut, gut auszukennen. Oh. Tomescour finde ich jetzt nicht so gut. Ja. Okay, ich müsste mal versuchen, ein bisschen weniger mich mit ihm zu unterhalten. Always yes, always yields. Und stattdessen das Spiel ein bisschen nach vorne zu tragen. Zweimal Knowledge ist natürlich Wahnsinn. Ich mache jetzt den Chat weg. So. Mit Grün, was ist das? Das habe ich noch nicht gesehen. Ich werde jetzt trotz Brainstorms, werde ich mir ein blaues Land suchen. Denn ich hätte noch einen Thoughtscourer, um Brainstorm wegzuschaffen. Und da kommt das. Er wird nicht countern, jetzt habe ich Respite. Das ich wahrscheinlich im Moment in diesem Matchup gar nicht gebrauchen kann. Ja, dann wird das Land gespielt. Und wir haben eigentlich alle Zeit der Welt. Oha! Schön. Toll. Leider hat diese Karte Echo. Und er vergisst anzugreifen. Warum das? Es sind einige fragwürdige Entscheidungen bei ihm im Moment. Aber das wird er mir bestimmt noch erklären. Oder vielleicht erklärt sich das im Verlauf des Spieles. Warum nicht? Und da ist das nächste Akku. Und das hört sich dann schon richtig, richtig gut an.
Ja, so. Eigentlich wäre es wahrscheinlich besser, das Simic Growth Center zu spielen, aber ich glaube, ich möchte es möglichst schnell ausmachen und beenden, das Spiel. Think Twice hat er hier sehr kontrollisch das Deck. Ich finde diese Grunts interessant. Ich finde es aber nicht gut, dass sie Echo-Kosten haben. Ich werde auch die 3 Schaden nehmen. Es ist im Moment überhaupt keine Notwendigkeit für Respite gegeben. Thoughtscour. Ich werde zweimal Thoughtscour spielen und ihn ein bisschen zu locken, dass er countert. Sehr gut. Vielleicht finde ich auch noch etwas Sinnvolles hier für mich zum Spielen. Negate. Ja. Arcane Denial. Und er spielt Think Twice. Okay, das ist in Ordnung. Ja. Also jetzt könnte es relativ schnell gehen. Er muss 2 zahlen, ich muss eine zahlen. Eine ziehen. Und dann könnte das klappen. Das ist auch interessant. Also finde ich, ist eine ganz gute Idee mit Grün, so ein 5-6er Trampelwurm zu spielen. Das kann ich mir sogar in diesem Deck vorstellen. 1, 2, Akku für 3 Karten. So. Jetzt müssen wir nur noch 24 Karten ziehen. Puh. Ich spiele jetzt den Growth Center, denn es ist ziemlich egal, ob ich jetzt die Thornwood Falls spiele oder sonst irgendwas. Es wird mir nicht viel bringen. Eins. Zwei. Und 3. Ich werde 3 Schaden nehmen. Oder auch nicht. Words of Wisdom wird er countern. Oder auch nicht. Interessantes Deck. Teachings auch noch. Interessant. Oh nein. Teachings ist natürlich sehr, sehr schlecht für uns. Schaffen wir es jetzt schon in dieser Runde? Ich glaube, in Response auf das Teachings werde ich mit dem Knowledge anfangen und dann brainstormen. Der wird jetzt ein Teachings spielen. Ja. Zwei Mana über. Brainstorm. Eins, zwei. Jetzt fehlt mein Shuffle-Effekt. Ich nehme die Knowledge. Er wird einen Counterspell haben. Oh, doch nicht. Ich habe jetzt auch einen Shuffle-Effekt, beziehungsweise habe mit dem Thoughtscour die Möglichkeit, die Karten wieder draufzulegen, wieder wegzumischen. Und ich werde jetzt tatsächlich Brainstorm spielen und dann Thoughtscour.
Oder Arcane Denial. Wie auch immer. Zwei zurück. Eins. Zwei. Drei weitere Karten. Vielleicht könnte ich auch jetzt sogar mit dem Thoughtscourer schon töten. Ja, ich werde das mal machen. Und dann ziehe ich die zwei Länder nach. Das ist nicht so schlimm. Wahrscheinlich hat er auch hat gar keinen Counter. Das ist doch gut. Discard 1, 2, 3. Zack. Der wird keine ziehen. Doch. Ja, gegen Teachings. Ja, tatsächlich gewinnen wir so das Spiel. Ich muss noch discarden. Ich will ihm aber nicht zu viel zeigen. Oh, jetzt habe ich noch das gespielt. Kann man auch. Und er killt sich selbst. Oder geht das? Eigentlich müsste das gehen. Ja. So, was mache ich gegen dieses Deck? Bam, bam, bam. Curse ist gut. Dispel könnte man spielen. Relic ist nice. Counterspell, das brauche ich nicht. Denial. Counterspell glaube ich nicht. Dispel ist gut. Fog brauche ich nicht. Curse, brauche ich das Curse wirklich? Ja. Moments Peace, Tangle. Bam, bam. Probieren wir es so. Es dauert ein bisschen, bis er kommt anscheinend, aber eigentlich sollte das Matchup ganz gut für uns sein. Gut, wir fangen an mit dem Thornwood Falls und haben eigentlich keine gute Hand, wenn wir brauchen. Ja, wir brauchen eine Insel. Aber wir haben zwei Runden, um die nachzuziehen. Ansonsten müssen wir halt langsam, langsam, langsam ins Spiel kommen. Ganz langsam. Okay. Das ist auch in Ordnung. Ich will halt jetzt einfach meinen Jace Erasure möglichst früh legen können. Ja, Brainstorm, klar. Damit ich gegen das Kontrolldeck auf den Counterbau verzichten kann. Grün. Was ist das? Tribe-Elder. Ja, gut. Ist eine gute Ramp. Ein bisschen ärgerlich auch, aber vielleicht ist es
Gar nicht schlecht für uns, denn wir haben das Chase Erasure jetzt auf dem Tisch. Nächste Runde versuchen wir ein bisschen unsere Mana-Basis zu erweitern und können dann sogar schon brainstormen, wenn wir das denn wollen. Grün deutet immer darauf hin, dass er Enchantments zerstören kann. Ja, Curse habe ich auch. Ja, lass uns jeden. Ich glaube, er ist schneller, dadurch, dass er das Curse hat. Wobei, oh, wir haben das zweite Erasure. Das hilft auch. Ich denke, wir sind insgesamt schneller. Denn wir haben Brainstorms, die wir dafür verwenden können, dass der Gegner seine Karten in den Friedhof macht. Also brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben eine Winkers Justice losgeworden, sind wir losgeworden. Er brainstormt, ja, eine Karte weniger. Was uns im Moment fehlt, ist ein blaues Land. Das sind zwei Inseln für das Gush. Aber man kann das Gush auch am Ende seiner Runde ganz locker spielen. Schwarz. Naturalize. Ja. Damit müssen wir leben. Manchmal wünsche ich mir dann das Reclaim. Aber was soll's jetzt, es ist so. Am Ende der Runde können wir Brainstorm spielen und haben sogar noch die Möglichkeiten, Arcane Denial zu spielen, was in Ordnung ist. Der Curse ist aber natürlich schon stark jetzt in diesem Matchup. Drei Handkarten. Es könnte ein Teaching sein. Und er spielt auch ein Reclaim. Ja, Reclaim ist eine gute Karte. Naturalize. Brainstorming. Komm, spiel einen Counterspell jetzt. Das wäre genau das Richtige. Wenn er jetzt einen Counterspell auf das Brainstorm spielt, kann ich mit dem. Was lege ich denn zurück? Brauche ich so viele Mana überhaupt? Ich lege es so und so und spiele jetzt. Während die Triggers noch auf dem Stack sind, werde ich das Arcane Deny spielen. Ja, das weiß er, das weiß er. Gut, aber dafür kann ich in meine Runde. Ah, vielleicht wäre es besser gewesen in meine Runde, das Erasure mit dem Backup von dem Counterspell zu haben. Ja, ich denke, das wäre sinnvoller gewesen, denn dann hätte ich noch eine Karte ziehen können. Vielleicht. Vielleicht, ja. Ich werde jetzt die Insel nicht wegschaffeln, sondern drauf lassen, damit ich das Gush ausnutzen kann. Ich hoffe, der hat kein viertes Reclaim. Kein drittes Reclaim. Es kommt ein Curse. Ja. Okay.
Ja, ich war natürlich dumm. Tatsächlich kommt es ja durch das Curse weg. Jetzt sieht es natürlich, jetzt sieht's ein bisschen schwieriger aus, da er uns jetzt immer zwei abnimmt, zwei Karten und wir ihm nur eine. Aber wir haben das Denial, wir kommen da schon irgendwie hin. Jetzt hat er doch tatsächlich das Teachings im Graveyard. Was sehr ärgerlich ist, denn jetzt kommt ein Naturalize. Oder das Naturalize ist sehr wahrscheinlich, dass das bald kommt. Wir haben aber zwei Denials, das heißt, wir lassen ihn das Teaching spielen oder countern wir das Teachings? Das ist die Frage. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, ihm das Teaching spielen zu lassen oder das Teachings zu countern. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Nein, wir lassen ihn tatsächlich den Counterspell countern. Wir countern ihn tatsächlich das Naturalize. Und warum holt er sich nicht Teachings mit Teachings? Also das wäre mein Spielzug gewesen. Ja, gerne. Ja, noch das. Ich darf jetzt eine Karte ziehen. Und ich ziehe zuerst. Lass ihn danach ziehen. Spite, ja, ganz gut. Also geht jetzt fast komplett auf Kontrolle anscheinend. Ende seiner Runde werde ich dann doch mal jetzt das Gash folgen lassen. Insel. Und dann kann ich tatsächlich gashen und die Länder zurück auf die Hand nehmen. Das ist auch nicht schlecht. Die einzige Karte, vor der ich jetzt Angst haben muss, ist wieder ein Naturalize oder ein Teachings. Für Naturalize, was ist das? Naturalize? Ah, Tri-Wälder, ja. Hilft uns auch ein bisschen. Wobei es natürlich auch seine Bibliothek ausdünnt. So. Schwierig ist jetzt natürlich, wenn er tatsächlich noch ein Naturalize irgendwo hat, machen wir ihm jetzt ein Fenster auf für das Naturalize. Und man hat an der Boarding-Strategie gemerkt, dass wir es nicht so gut gemacht haben. Jetzt kommt Teachings. Nein, nein, nein. Für Naturalize oder für Dispel? Wahrscheinlich für Dispel.
Für den Wurm. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, wir machen Akku. Und Relic. Der Wurm ist uns ziemlich egal. Dort Scour. Und dann haben wir das Erasure hier. Und wir verlieren aber auch ziemlich viele Länder. Haben aber doch die Möglichkeit, jetzt das zweite Erasure zu spielen. Eins, zwei. Curse ist hart. Also wir brauchen 11 Runden, er braucht 10. Was kommt jetzt? Was ist das? Okay. Ja, der Wurm ärgert uns eigentlich nicht. Wir haben das Respite. Wir haben das Mystic Moments Peace. Und dann geht es los. Er wird jetzt das Thoughtscour countern. Doch nicht. Land. Thoughtscour 2. Akku. Ja, und dann locken wir ihn erstmal mit dem Erasure. Um den letzten Counterspell zu ziehen. Und dann brainstormen wir. Und dann haben wir das Spiel. Puh, hart. Aber gegen Kontrolle sieht es eigentlich gut aus für das Turbo Fog Deck. 5 Karten. Wir gehen auf 15. Teachings, bitte kein Echoing Truth, auch wenn Echoing. Okay. Selbst das ist noch okay. Selbst das. Gut. Mal 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Komm. Bevor er mit den Teachings kommt und sich noch einen Counterspell holen kann, mache ich das jetzt nicht im Upkeep.
RPGs. Puh.